Ja, Leute, willkommen zur nächsten Pokémon-Folge. Dies ist eine ganz besondere Folge, denn nun betreten wir die Pokémon-Liga. So, als kleine Info, ich habe jetzt hier erstmal noch ein bisschen was eingekauft an Sachen. Hier ein paar Top-Genesungen habe ich noch, also ein bisschen aufgefüllt. Dann hatte ich noch, was habe ich noch gekauft? Da habe ich ein paar Hyper-Heiler, die noch gekauft und ein paar Top-Tränke, ein paar Hyper-Tränke. Und auch ein paar Beleber, da, 20 Beleber. Also ein bisschen was auf, ein bisschen aufgestockt. Die Pokémon sind alle auf 43 trainiert. Hier, also die wichtigsten vier, damit es nicht zu OP ist. Ja. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Direkt hinter diesem Eingang warten die Top 4 auf dich. Sie sind unglaublich stark. Wenn du hier einmal durchgehst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Nimm deinen Mut zusammen und wage den Sprung ins kalte Wasser. Da fällt mir noch was ein. Wir sollten auf jeden Fall noch... Das ist mir schon einmal aufgefallen. Wir sollten auf jeden Fall... AP Plus mal einsetzen. Und zwar habe ich mir erstmal gedacht, dass wir hier bei Nahkampf das Ganze machen. Das wird da sehr wichtig sein. Wahrscheinlich sogar zweimal. So, muss ich überlegen, wo habe ich denn noch gedacht, wo das wichtig war? Muss ich kurz gucken. Also für die Leute, AP Plus erhöht halt eben die maximale AP. Eisstrahl, das dürfte wahrscheinlich gehen. Ja. Dann haben wir hier Sonntag, ja, das wird auch gehen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, auf 7 erhöht. Also zweimal, einmal auf 6 und auf 7. Ja, was mit da? Ja, an sich, das sieht sonst ganz okay aus. Also zum Not verstocken wir im Nachhinein noch auf. Aber es sollte gehen. Oh, ich hab gerade das Blatt weg, ey, meine Husten. Ich weiß nicht, ich habe gerade eben so einen Hustenanfall. Das ist echt unangenehm. Naja, so, jetzt machen wir hier kurz einen Safe State, damit auch wirklich nicht schief geht. Ja, gehen wir mal so. Zack. Und dann gehen wir mal rein. So, der erste Trainer ist ein Psycho-Trainer. Also mit zwei Typen Psycho, nicht nur Psycho-only, aber Psycho mit meistens anderen Typen. Ich guck mal, was auf uns wartet hier und dann legen wir los. Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name lautet Willi. Aha, Willi also. Willi mit seinem Willi. Ich habe mich bei meinen Reisen um die Welt Tag und Nacht auf das Training dieser Psycho-Pokémon konzentriert. Und nun habe ich es endlich geschafft, an die Top 4 zu kommen. Aber ich will noch viel stärker werden. Gegen dich verliere ich bestimmt. Oh, dieses scheiß Telefon, ne? Ich hasse es. Ich hasse es. Wer man hatte jetzt im Let's Play? Ich könnte echt. Ganz ehrlich, ich geh nicht ran. So, ja, wir machen allerdings erstmal einen Regentanz hier aus. Und dann können wir nämlich gleich Donner durchhauen. Natürlich Konfustrahl, wie das einmal mal zackt. Warum geht denn kein Schwein ran? Mensch. Ich weiß genau, wer es ist. Ich weiß, wer es ist und ich gehe jetzt nicht ran. Ich kann es nicht mit einem Let's Play unterbrechen. So, danke. Okay, dann haben wir jetzt hier eine rote Flöte, die war ja nicht deswegen gegen Anziehung, ne? Ja, dann müssen wir einen Hyperheiler raushauen. Oh, Alter, mein Hals. Ich weiß nicht. Ja, an sich, was kann man sagen? Ha, Ego-Trip. Unnormal gefailed, Bro. Unnormal gefailed. So, bitte, jetzt muss ich... Ich greif mich früher an. Ah. Ja, komm, hau raus, komm. Hau raus. Voltabsorber. Und. So. Donner trifft, dürfte One-Hit sein. Effektiv. Stab. Und die Stärke von Donner, das ist einfach ein One-Hit. Ich wollte gerade sagen, also wenn das kein One-Hit gewesen wäre, dann hätte ich aber sowas von rumgebrüllt hier. Und das muss einfach anders sein. So, Rosana. Eispsycho, wenn ich mich nicht vollkommen irre, da bleiben wir mal drin, ne? Denn noch müssen wir den Regen ausnutzen, denn wir können jetzt nicht unbedingt viel machen. Ich hätte jetzt auch auf Feuer tendieren können, aber Feuer ist jetzt durch den Regentanz geschwächt, deswegen haben wir nochmal einen Donner raus. Feuer wäre durch den Regentanz geschwächt, deswegen... Leck mich! Leck mich, ey. Also nicht sie. Ja, egal. Na, okay. Wahrscheinlich gleich Dings weg. Ja, das können wir uns auf... Lecker. Ja, komm schneller. Das... das wird schön Schaden machen. Hab ich das Gefühl. Ja, das auf Gott zu rechnen. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Todeskuss. Also werde ich jetzt wahrscheinlich nochmal. Ja, ich werde einen kleinen taktischen Move machen. Okay. So ist auch schön.
Ich hatte eigentlich was anderes gedacht eigentlich, aber ist egal. Gut, so, jetzt kannst du Noko raus. Der wird das Ganze nämlich jetzt vollkommen erledigen. Das sollte nicht das Problem werden. Ich habe auch schon eine Idee. Deswegen setzen wir erstmal hier Sonntag ein. Denn ich weiß noch, was sie noch für ein Pokémon, was er noch für ein Pokémon haben wird. Und ich wusste, dass es kommt. Ich wusste es. So. Muss jetzt den Kauf nehmen. Aber jetzt kommt ein Flammenwurf. Das haben wir nämlich gelernt. Das habe ich auf Level 43 gelernt. Tut mir leid, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen bei dem Level. Bei dem Level. So, Stab, Effektivität. Der Stärke mit Sonntag verstärkt. No chance, das musste ein One-Hit sein. Also wenn das keiner geworden wäre, dann... So, gleich ist... Lamus. Ich wusste, dass Lamus reinkommt. Lamus ist auf jeden Fall langsamer. Ich will jetzt nur gucken, es ist nur ein Test. Es ist mir scheißegal, was drauf geht, aber Solarstrahl. Ich will gucken, wie viel es abzieht. Ich glaube nicht sehr viel, weil es hat eine hohe Spezialverteidigung. Es ist nur effektiv, aber kein Slap. Deswegen, es würde es überleben, ganz sicher. Ich will nur gucken, wie viel Schaden ich machen kann. Ah, okay. Das ist gut. Das ist sehr schön. Jetzt wird er wahrscheinlich ein Dings reinhauen. Wie heißt es? Top-Genesung. Aber das ist jetzt zweite Runde, ne? Bleibt dann noch. Genau, Top-Genesung. Kommt schon, komm, Crit. Ah. Ja, Sonnenlicht lässt nach, ja. Dann müssen wir wechseln. Ja. Ich würde theoretisch eigentlich dazu tendieren, Tom Nickel zu wechseln, aber ich bezweifle. Ich hatte nur Eistrahl und Donner wird wahrscheinlich nicht treffen. Na, müssen wir machen. Risiko müssen wir eingehen. Es muss Donner jetzt raus. Weil ich habe nämlich Angst um Psychokinese vielleicht. Deswegen hätte ich kein Scarabon einwechseln können. Ich hätte noch Psy-Andreas reinsetzen können, aber ich versuche jetzt. Jawohl! Dankeschön. Bisschen Glück muss man auch ab und zu haben. Okay, so. Jetzt die Frage, was kommt jetzt? Kokowai. Okay, das dürfte jetzt nicht das Problem werden. Okay, haben wir noch nicht, ne. Noch eine andere Variante gedacht, aber nein. Ah, ich muss kurz den Cut machen. Ich mache kurz den Cut, Leute. Ja, ich war noch kurz so eingewechselt, sonst ist es so ein bisschen mitten abgebrochen. So. Kuku war an sich wird nicht unbedingt schnell sein, deswegen wird Flammenwurf als erstes treffen. Effektivität, Stab, die Angriffskraft, das muss eigentlich nur Monat werden. Na gut, er hat eine hohe Spezialverteidigung, also höher als mit Normalverteidigung, aber ich glaube, dass das, ja, das packt er. Ja. Hätte mich auch echt enttäuscht, wenn Zunoko das nicht, hingekriegt hätte, das wäre blamabel gewesen. So, jetzt kommt noch das Xatos, habe ich schon mir schon gedacht. Jetzt muss ich überlegen. Also, ja, muss Tom Nicky wieder machen. Ich wollte eigentlich noch nicht so viel Donner verschwenden, aber gegen Xatos, da hilft jetzt alles nichts. Ich kann auch einen Eisstrahl raushauen, aber der wird später noch wichtig werden. Außerdem ist da kein Stub drauf, das heißt, das können echt... mit der Verteidigung jetzt auch wieder auf Spezialverteidigung ausgelegt. Und außerdem Psychokinese, ja, das wird jetzt echt schwer. Oh, frag jetzt nicht drauf geachtet, wie viel waren das? Ich glaube, einen zweiten Hit überlebe ich, glaube ich, nicht. Nee, ich bin jetzt Pussy. Tut mir leid, ich bin Pussy. Eigentlich wollte ich jetzt, versuchen, so wenig Tränke wie möglich zu verwenden, weil das wirklich Pussy ist im Kampf. Aber das muss jetzt sein, denn, ich werde jetzt nicht so ein Risiko eingehen, dass wir jetzt hier vollkommen scheitern. Und, nochmal, 46 hatte ich, 46. Okay, das sind... Ja, okay, das wäre totally wund gewesen, also war schon, wie ich das gemacht hätte. Das richtig gemacht habe. Alles super. So. Da hat natürlich auch sehr viel Schaden kassiert wieder, muss man sagen. Aber, da Donner trifft. Und damit ist es das Xatos erledigt. Würde mich wundern, wenn es nicht erledigt wäre. So, damit ist Willi schon mal erledigt. War ja nicht ganz so schwer, ging eigentlich voll. Ich kann es nicht glauben. Ja. Ne? Du magst mich besiegt haben, aber ich halte weiter an meinem Plan fest. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Schreite nun voran. Lass dir vom Rest der Top 4 zeigen, wie gefährlich sie wirklich sind. Boah. Gefährlich? Ich denke nicht. I don't think so. So, kurz hier.
Zack. Und ups. Nein, kein Ether. Noch hier. Genug wieder noch. Und dann wollen wir nicht. Da war richtig. Hauen wir einfach so raus. So. Ja. Nächster Trainer. Ups. Da wollte ich nicht. Da wird Psy Andreas die beste Wahl sein. Ich glaube, am Anfang sogar. Nee, am Anfang fahre ich nochmal ganz kurz zu Tornupto rein. Tornoko. Ich sag schon die normalen Namen. Das ist echt nicht dreckig. Ich glaube, ich weiß nicht, wer als erstes kommt. Ich bin mir mal ganz sicher. Also, ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht irgendwie geguckt. Ich weiß, nicht, ich weiß nur aus Gedächtnis, welche Pokémon die noch hatten ungefähr. Also, ich habe jetzt. Also, ich habe jetzt hier nicht irgendwie noch geguckt und mir alles angeguckt, wie die aussehen. Hehe, ich bin Koga von den Top 4. Ein moderner Ninja. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken würden ich mich nie zufrieden geben. Stattdessen ziehe ich es vor, Gegner zu verblüffen und dann zu vergiften. Die gefürchtete Attacke meiner Pokémon ist äußerst anpassungsfähig. Hehe. Kraft allein macht noch kein gutes Pokémon. Und genau diese Lektion werde ich dir nun erteilen. Ich finde sein Move vielleicht richtig cool. Müssen wir kurz drauf achten. Hier. Zack. Sieht richtig cool aus, finde ich. Ja, okay. Ich habe richtig gedacht. Ariados. Da war nämlich Flammenwurf raus. Das sollte was Käfer, Käfergift es ist. Käfertyp, Feuer sehr effektiv, Stab, Angriffskraft von Tornupto, es muss einfach ein One-Hit werden. Ja. Und ein Volltreffer, Critical Hit, ja, kann man nichts machen. Ist leider so. So, Force Taker, okay, dann müssen wir auch leider drinnen bleiben. Denn Force Taker ist erstens ein physischer Staller. Und ist wieder Käferstahl. Käferstahl, vierfach Schwäche gegen Feuer. Dann auch physisch ausgelegt, eher speziell. Das heißt, wenn das, also wenn dieser Attack jetzt kein One-Hit ist, ne? Ey, dann aber. Holla die Waldfee, dann geht aber hier echt die Wildstall. Ja. Ja, und wieder ein Critical Hit. Aber Leute, ich verspreche euch, ohne Critical Hit ist wäre auch ein One-Hit gewesen. So, sauber. Tsunoko macht, kriegt ein Level up. Ach, schöner Spezialangriff, muss man sagen. So, Slimog, da wechseln wir aus und zwar auf unseren Psy Andreas. Halt, stopp! Jetzt rede ich. So. Psystrahl natürlich. Na, mal gucken, wie es abzieht. Ich bin noch ein bisschen. Ja. Na, doch, das. Ja. Habe ich mir gedacht. Oh, oh, Mülltreffer. Zwar uneffektiv, aber das ist eine sehr starke Attacke. Die stärkste Giftattacke, die es gibt. Normal effektiv. Fuck, das wird One-Hit. Das haben wir schon gedacht. Verdammt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, Giftschleim wahrscheinlich, ne? Ja, fuck. Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ace können wir jetzt nicht einsetzen. Ich versuch's mal ohne Beleben erstmal. Guck, wie weit wir kommen ohne Beleben. Guck mal, aus der Kaskade. Der Kaskade. Der ist sehr stallerhaft. Also, der hat schon ordentlich Verteidigung auch. Aber. Ja. Oh, verdammt! Ich bin so blöd! Oh. Diese Attacke, ne, die ist heftig. So. Mit herkömmlichen Mitteln kommen wir nicht weiter, sagen wir mal ein bisschen dickere Geschütze fahren wir mal hier auf. Guck mal, was ein Donner abzieht. Wir werden nicht drüber hinwegkommen, nochmal Psyana, also Psy Andreas zu wieder zu beleben, denn das wird es hier auch nicht überleben. Nee. Das können wir eigentlich nearly vergessen. Das war jetzt hier, also wirklich dieses Pokémon, das ist hier so das, der Knackpunkt in dem ganzen Team. Der Rest ist jetzt nicht gerade so das beste Team an sich. Also es ist eigentlich machbar. Aber so gut, er hat gerade den Mülltreffer komplett raus. Ich glaube, ich will jetzt nicht Schluss erzählen, aber ich glaube, seine AP sind auf 5 beschränkt. Also sind das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, ich glaube, das war jetzt schon der vierte, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich jetzt mitgezählt, richtig mitgezählt habe, müsste das jetzt der 5. Treffer gewesen sein. Wenn es 5 AP sind, dann hat er jetzt seine Mülltreffer aufgebraucht. Dann müssen wir mal gucken, was für Geschütz jetzt umsteigt. Aber auf jeden Fall hat jetzt.
LOL! Jawohl, ich wusste es. So. Ja. Ja, stimmt, ich habe Ballschall vergessen. Stimmt, okay. Ja, ist ja egal. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen so AP-sparen vorgehen, weil ich bis wahrscheinlich nicht so häufig gebrauchen werde wie Psystrahl, aber. So, naja. Jetzt wird's nochmal knackig, weil X-Bad oder 100%ig schneller sein als ich. Obwohl, ich habe Walschal und ich bin auf. Ja, ich kann ihn überholen. Jawohl! Eigentlich ist X-Bad schneller, ich habe Walschal. Und Psion an sich ist sehr auf Initiative auch ausgelegt, deswegen wird das jetzt ein One-Hit. Okay, ein Volltreffer. Ah, das wäre wahrscheinlich kein One-Hit gewesen, aber man muss auch Glück haben. Aber das war jetzt gut, dass ich ihm Walschal gegeben habe. Das war jetzt hier doch sehr schön. Soweit ich mich erinnern kann, ist das nämlich kein Gift-Pokémon. Ich glaube, Omod ist Psycho-Käfer. Okay, ich bin jetzt mal echt wirklich. Ich bin so darauf aus, eigentlich will ich jetzt einwechseln zu Tornupto, weil Tornupto auf jeden Fall treffen würde. Mit Feuer. Ich bin mal echt gespannt, wie das aussieht. Eigentlich müsste ich jetzt nicht effektiv sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, doch, er ist Gift. Ich habe immer gedacht, er wäre irgendwie Käfer-Psycho. Aber naja, man kann sich auch irren. Okay, oh, ich wollte noch wieder Cut machen hier. Ja? Ich habe mein gesamtes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren. Ich muss mein Training in Zukunft mit sehr viel mehr Hinwendung nachgehen. Betone nur den nächsten Raum und stelle dein Können weiter auf die Probe. Nee, das werde ich jetzt nicht tun, denn wir sind schon bei 15 Minuten angelangt. Außerdem habe ich nicht vor, diesen Part jetzt hier noch zu verlängern, denn ich will in der nächsten Runde dann die nächsten zwei Trainer fertig machen, um dann in der letzten Runde. Also dann in der nächsten Folge will ich halt alle drei machen, also den nächsten Top 4 und den Champ. Deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt, haut rein, ich kann jetzt hier noch kurz, ja gut, ich kann euch kurz zeigen, dass ich einfach nur die Pokémon heile, ne, also was soll ich sonst hier anders machen, ich komme nicht raus, aber gut, oh stimmt, ich habe gerade alles so halb verbuggert, ich bin jetzt mal nicht geizig mit den Top-Genesungen, haue das Eiskalt mal nicht drauf hier, dann kann ich jetzt mal ein paar Beleber raushauen. Ups, salala. Das wollen wir nicht. Ups. Bei den beiden Opfer-Pokémon reicht einfach nur der Beleber, muss jetzt nicht hochgehalten werden, weil die sowieso alle One-Hit sind. Und dann bin da. An der Stelle bin ich dann wirklich geizig, weil, ups, natürlich nicht geben, sondern einsetzen. So. Das dürfte reichen. So, dann sage ich an dieser Stelle jetzt mal, haut rein, Leute. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend noch, wie auch immer. Lasst ihn runterkriegen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi und bis dann.